Funky, wie sind heute deine Gedanken zu der 0-1-Niederlage in Erfurt? Ja, natürlich sehr, sehr enttäuscht. Wir haben uns viel vorgenommen, wollen hier auf jeden Fall was mitnehmen. Man muss schon sagen, dass wir eigentlich über das komplette Spiel nie so wirklich ein Spiel gefunden haben. Jede 50-50 Zweikämpfe waren meistens beim Gegner, die waren ein bisschen aggressiver. Uns hat so ein bisschen der Männerfußball heute gefehlt. Und ohne dass aber jetzt Erfurt viele Chancen hatte. Also die waren durch Standards halt gefährlich, da stellen wir uns doof an, aber ich glaube, der wurde sehr gut geblockt beim Tor. Aber wir hatten insgesamt auch selber vor dem gegnerischen Tor viel zu wenig Durchschlagskraft und es ist wenig eingefallen, hatten wenige Ideen. Das intensive Spiel, was wir die Spiele davor eigentlich an den Tag gelegt haben, die konnten wir heute nicht auf den Platz bringen. Ja, wir müssen das Spiel alles analysieren und dann nächste Woche natürlich eine andere Leistung zeigen. Danke.